Zuschauer, herzlich willkommen aus der ABW Arena in Kempten zum heutigen Spiel der Sharks aus Kempten gegen die Donaudevils aus Ulm-Neu-Ulm. Hallo. Ja, das ist natürlich 2 auf 1. 1 gegen 0. Oh, legt er weit daneben. Das ist mal, wie wichtig Pulli-Gewinne sind, gell? Ja, brutal. Das ist. Ja. Florian Höfler, wenn er das Tor trifft. Ja, dann klingelt's. Ja. Oh, stark gespielt. Ja, schön rüberzogen. Schöne Einzelleistung. Einfach vors Tor bringen. Ganz wichtig. Viele Scheiben vors Tor. Aber die Devils kommen. Jetzt wird's wieder. 2 auf 1. Boah, stark gespielt von Slavicek. Ja. Wenn er den trifft, echt gefährlich. Schöner Check. Noch bessere Direktabnahme. David Mische. Mega, für den Maxi Müller chippt das Ding in die Mitte rein. Direktabnahme, wollen wir gleich nochmal sehen. Für den freut es mich richtig. Und dann doch etwas außergewöhnlich. Ja. Nach dem Überzahlspiel gehen die Sharks jetzt bei 5 gegen 5 in Führung. Aber liebe Devils-Fans, auch der Simon Klingler beschwert sich da noch. Das war alles im Rahmen. Ja. Super gemacht. Ja, das war einfach gespielt. Florian Stauder, der ist natürlich. Ja, schirmt die Scheibe schirmt er super ab. Also mit allem, was er hat. Ja. Aber im Stand wird es dann schwierig. Ja, und dann. Aber auch da wieder, leicht sind es Fehler hinten drin. Sie sind an der Scheibe, die Devils. Verlieren sie und werden sofort wieder bestraft. Ja. Und schon steht es 2-0. Schirmt die Scheibe gut ab. Ja, genau. Ja. Haben dann auch sehr gut nachgesetzt. Gut gepresst. Hier sehen wir es. Und dann wieder ein leichter Fehler von unserer Seite. Genau. Das sind kommen sie wieder an. Genau das. Ja. Diese Fehler, die werden sofort bestraft. Ja, schön gemacht. Ja, zweifel, oder? Wie sagt man so schön? Ja, da kannst du keine Geschwindigkeiten aufnehmen. Ja. Boah, super schöner Pass. Bohumil Slavicek, Gott sei Dank aus Kempner Sicht Visier. Fällt er doch noch rein. Schön aufzogen, kommt durch. Ich habe gemeint, es passiert nichts mehr, aber schlägt ein. Genau eine Minute war er mit Schlimbeck draußen. Und nach 16:55 im zweiten Drittel der Anschlusstreffer der Devils. Nur noch 2:1 für die Sharks. Sehen wir nochmal. Ja. Ja, jetzt muss man sich mal befreien. Ja, der Schläger Pascal Gröber hängt in der Kufe vom Ulmer Spieler. Oh, gefährlich. Ja. Mitchell, schöner Abschluss. Die ersten knapp 12 Minuten jetzt in dem Drittel. Nichts zulassen. Die Mitte eng machen. Da vor dem Tor aufpassen, dass jetzt zu viel Verkehr ist vor Jakob Nörb. Ja, da rutscht der Kempner Spieler weg. Ja, der war weit vorbei. Oh. Jetzt zieht er auf, Klingle. Ja, das war's. Ja, das war's. Wirkungstreffer nochmal